das Wichtigste. Ja. Ausbeute, was gibt's heute Abend? Sucuk und Bier. Sucuk und Bier. Tortilla-Wraps. Tortilla-Wraps. Deswegen. Tofu haben wir noch. Wird schon irgendwie reifen. Zum Gemüse gibt es einen kleinen Straßenläden. Und Sabrina kauft jetzt kurz Salat. Kauft ein bisschen Salat, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Gemüse in den Wraps drin. Und dann haben wir eigentlich alles und dann geht's los zur ersten Offroad-Strecke. Da fahren wir jetzt rein in die albanischen Alpen. Nichts mehr mit Straße. Hier fängt es jetzt ganz locker an mit Schotterpiste und danach geht es dann richtig ins Gelände. Alles jetzt schon am Vorbereiten, um das Ganze zu teeren. Also ich denke, sehr lange wird das Ganze hier dann kein Offroad-Spaß mehr sein. Ja, unten schon baden. Wie kalt ist es? So kalt? Und wir haben hier gerade zu Mittag gegessen und jetzt bleiben wir noch ein bisschen, bis wir dann da oben führt eine Strecke entlang. Da werden wir als nächstes drauf gehen und mal gucken, wo wir dort ankommen. Wir hoffen, dass wir noch so was Ähnliches finden wie hier, wo wir heute die Nacht verbringen können. Aber mal sehen. Wie fühlst du dich so? Ja, langsam besser. Wird's langsam? Ja. Wie schlägt sich der Defender? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Taco. Ist das dein Offroad-Platz? Siehst du vorne alles? Ja. Perfekt. Look at you. Zum Glück genau an der Stelle vorne.
glaube, das ist mit der schönste Stellplatz, den wir je hatten. Ich glaube auch. Und guck mal, komm mal her. Die ersten Gewässchen haben wir schon, aber ich glaube, die meisten lassen sich. Das meiste sind gar keine Kratzer. Das ist einfach nur Dreck. Guck mal da, hab schon geguckt. Ich schau noch Dreck. Das ist gut. Hallo Taco. Hä? 0 Grad. Zur Feier des Abends gibt es noch die eigene Tankstelle. Wir werden jetzt die 20 Liter Diesel los, weil unser, was war das? Keine Ahnung. Unser Tank ist schon ziemlich leer. Und Wasser. Ist schnell andersrum. Gern geschehen. Raus. Wir brauchen den Kanisterfülladapter. Hey Taco, I say hello. Wie gefällt's dir hier, ha? Huh? Ist das schön? Ich glaube, er mag's ja auch. Adapter rein. Du bist nicht die glücklichste Katze der Welt. So. Leer. Guten Morgen! Wir sind schon fleißig am Zusammenpacken, denn für uns geht es gleich weiter auf der Route. Wir haben da super tolle Nacht hier oben verbracht. Es nennt sich Cafa e Astras. Also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Wir packen jetzt zusammen und dann geht's weiter. Heute haben wir noch ein ganzes Stückchen vor uns. Eigentlich wollten wir schon vor einer halben Stunde los. Die Leitertasche, die ist weg. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe sie hier hingemacht. Entweder hat sie weggewindet oder ich war mal wieder chaotisch und habe sie sonst irgendwo hingepackt. Brandneues Zelt, schon was verloren. Ja, Taco ist irgendwo weg. Fleißig am Fressen. So, neue Lösung. Ich habe früher mein T-Shirt. Das ist eh schon älter und hässlich ist es auch. Und jetzt machen wir das um die Leiter. Zum Glück bin ich nicht so dünn. Ja. Neuer Leiterschutz. Oh mein Gott!
In Albanien gibt es einfach so, so schöne Plätze. Schaut mal hier, hier oben hat es eine Hängebrücke. Hinter uns hat es den Fluss und wir stehen direkt hier. Ja, jetzt gibt es erstmal Mittagspause. Und die Katze hat unsere Kühlbox auf minus 20 Grad gestellt. Danke, du Übeltäter. Was hast du wieder gemacht, ha? Das ist jetzt mittlerweile auf minus 5 Grad. Ist einfach glasklar. Zum Mittagessen gibt's ein paar Wraps. Europäische Version von Tortilla Wraps. Und Bier. Und Sucuk statt Hähnchen. Sucuk. Da ist eine Kuh. Ist jetzt vorbei. Danke, liebe Kuh. So, hier soll es eigentlich wieder asphaltiert sein. Und wir sehen gleich, ob das auch so ist. Es ist wirklich so. Ja, ist tatsächlich asphaltiert, ja. Wir sind wieder auf der Straße. Track zu Ende! Wie viele Stunden? Ich weiß nicht, mit der Nacht, die wir verbracht haben und jetzt... Ja, zweimal lange Pause. Zwei lange Pausen gemacht. Ah, oh, guck mal, wie entspannt das sie fährt jetzt. Jetzt ist schon wieder ein Luxus-SUV. Ja. So, kurz Tempomat Offroad-Geschichten aufstellen. Also, dann gehen wir wieder normale Höhe. Und Offroad aus. So. Und jetzt sind wir wieder on the road. So komisch. Ja. Aber schön. Aber wirklich schön, ja. Aber 16 Stunden Fahrzeit kommt schon circa hin. Also wir hatten gestern vielleicht 6 Stunden Fahrzeit. Genau. Und heute, wir sind um 10 Uhr losgefahren, also kurz vor 10. Ich denke auch 6 Stunden. Jetzt wieder mit Pause. Ja. Oder vielleicht 12 Stunden Offroad-Zeit. Vielleicht. Ja. Aber ganz ehrlich, tut auch mal wieder gut, auf Straße zu fahren. Nacht war gut, angenehm. Ein bisschen wenig geschlafen. Ja, wir sind nämlich jetzt zurück auf dem Campingplatz, da wo wir gestartet haben, unsere Reise. Und auch beendet, also zumindest den ersten Track für Albanien. Und zum Abschluss wollten wir euch noch kurz das Auto zeigen, welche Spuren der Track hinterlassen hat. Also ich weiß nicht, ob es gut rüberkommt auf der Kamera, aber es hat schon einige ja, von den Ästen hier oder hier
oder auch auf dem Plastik. Aber im Großen und Ganzen sieht es noch ganz gut aus. Das meiste sind aber nur, schon mal nur Dreck. Das meiste lässt sich eben so wegwischen. Ich will keine tiefen Kratzer. Oder ja, hier vielleicht ganz leicht. Aber ja. Gehört zur Offroad-Lackierung dazu.